Grüße Sie nochmal alle sehr herzlich zur Pressekonferenz bei dem Spiel am Sonntag gegen den 1. FC Köln. Grüße Vertreter des SV Frankfurt, die Pressevertreter, Cheftrainer Benno Wellmann hier oben und unseren Mittelfeldspieler Manuel Konrad. Das Spiel am Sonntag wird das zweite Pflichtspiel überhaupt erst sein in Frankfurt. Das RSV gegen den 1. FC Köln. Das erste war am 15. Oktober 1977 im DFB-Pokal. Ging leider 0:3 aus, aber das war auch das Jahr, in dem der 1. FC Köln das Double holte, also sehr, sehr favorisiert war. Es waren 8.000 Zuschauer im Stadion, es werden am Sonntag mehr sein. Und es war ein ganz besonderer Zuschauer im Stadion, nämlich Edson Arantes do Nascimento, genannt PD. Der war auch gerade auf Promotour nach seiner Karriere und hat dann auch mal beim SV Frankfurt vorbeigeschaut, hat dem Kapitän Max Zimold ein Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft überreicht, hat den symbolischen Anschluss ausgeführt, aber das nur als kleine Anekdote am Rande, denn was zählt, ist ja die Gegenwart und was da am Sonntag passiert, das erfahren Sie jetzt unserem Cheftrainer Benno Müllmann. Das weiß ich noch nicht, ob Sie wirklich erfahren, was am Sonntag passiert, aber ich bin nicht ganz so tief ins Archiv da reingegangen wie der Matthias Gass. Anerkennung. Auch mal was dabei gewesen, was ich noch nicht wusste. Schön. Es sind noch ein paar Tage hin bis zum Spiel am Sonntag gegen den SMC Köln. Wir haben noch 3 Trainingseinheiten und da kann sich dann sicherlich das eine oder andere im personellen Bereich noch ändern, noch verschieben, auch in meinem Kopf noch verschieben. Insofern denke ich, kann ich da auch nicht so viel zu sagen. Fakt ist, dass Gletzern und auch der Edmund Kaplani verletzungsbedingt immer noch nicht im Mannschaftstraining sind und auch der Teixeira, der jetzt nicht spielen kann, da er noch für ein Spiel gesperrt sein wird. Zum jetzigen Moment sind alle anderen im Training dabei und können dann am Sonntag auch helfen. Die Kölner, unser Gegner, fühlt sich nach den letzten Spieltagen, wo es für sie doch sehr gut gelaufen ist, wieder absolut dabei im Aufstiegskampf. Und die werden hier mit Sicherheit dann auch gut motiviert und sehr selbstbewusst, unterstützt noch von einigen tausend Fans, da das Spiel angehen und natürlich auch erfolgreich sein wollen. Wenn man dann zu uns kommt, zu unserer Situation, zu unserem Verhalten, so ist einfach Fakt, wir haben ein Heimspiel hier. Wir haben eine gute Mannschaft. Wir haben eine gute Mannschaft mit guten Charakteren, mit guten Einzelspielern, die auch in den letzten Wochen und Monaten einen absoluten Zusammenhalt und guten Teamgeist gezeigt haben. Und wir werden alle am Sonntag unser Bestes geben, um gegen den 1. FC Köln ein gutes Spiel zu machen und zu gewinnen. Und das werden wir auf den Platz bringen und das werden wir auch zeigen und meinetwegen kann Pelé auch wiederkommen. Vielen Dank, Herr Wöllmann. Das ist mein Anruf. Manuel Konrad ist auch heute hier aus besonderem Grund, denn er hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert beim SV Frankfurt. Manuel, kannst du kurz die Gründe dafür nennen, weshalb du deinen Vertrag verlängert hast? Ja, weil die Gründe sind, ich fühle mich einfach wohl hier beim FSV und bin glücklich, dass wir uns jetzt einigen konnten. Ich habe den Vertrag um ein Jahr verlängert, habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe letztes Jahr den Vertrag im Mai um ein weiteres Jahr verlängert und so habe ich es jetzt auch jetzt gemacht. Ich denke, wir sind auf bestem Wege hier. Ich, zu meiner Entwicklung denke ich, dass ich ganz zufrieden sein kann. Aber auch die Mannschaft hat sich weiterentwickelt und das gibt mir einfach ein positives Gefühl. Und deswegen habe ich jetzt meinen Vertrag vorzeitig verlängert. Es geht ja um das Spiel am Sonntag gegen Köln. Freust du dich schon darauf? Was erwartest du im Spiel gegen Köln? Ja, klar freue ich mich. Ich denke, es wird ein super Spiel, ein sehr packendes Spiel. Die Kölner treten wahrscheinlich sehr selbstbewusst auf, wollen, so wie es der Trainer gesagt hat, wollen hier gewinnen. Aber ich denke, wir werden uns dagegen stemmen und ich denke, wir haben auch ein bisschen was gut zu machen von letzter Woche und
man sieht es im Training, wir arbeiten richtig gut, wir sind konzentriert und wir freuen uns einfach auf dieses Spiel. Und ich bin mir dann ziemlich sicher, dass wir dann die drei Punkte hier in Frankfurt lassen. Vielen Dank, Manu. Gibt es noch Fragen von euch? Das sind ja sechs Plätze, sechs Punkte auf der ja, Punkte. Sind ja noch sechs Punkte auf dem Relegationsplatz. Ist der im Kopf? Spielt der mit? Also ich hoffe, dass wir uns auf das Spiel konzentrieren und darauf, dass jeder Einzelne seine Aufgabe sieht und die auch 100% gut erfüllen kann. Wir haben in der letzten Woche, glaube ich, auch in der Außendarstellung drei Leute gehabt, die andere Dinge im Kopf hatten und schon aber drei Gegentore gekriegt. Also ich denke, es gibt keine mehr. Vielen Dank, wir sehen uns am Sonntag. Tschüss.